Sie sind hier, 12. Juli 2018, 18.56 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Tyson Fury muss in seinem nächsten Kampf gegen einen Deutsch-Italiener ran. Urheberrecht Getty Images. Tyson Fury ist zurück. Der frühere Schwergewichtsweltmeister tritt im August zu seinem nächsten Kampf an. Gegner ist ein Deutsch-Italiener aus Gelsenkirchen. Der ehemalige Schwergewichtsweltmeister Tyson Fury bestreitet seinen nächsten Kampf am 18. August im Windsor Park in Belfast, Nordirland gegen den Deutsch-Italiener Francesco Pianetta aus Gelsenkirchen. Das teilte Furys Promoter Frank Warren am Donnerstag mit. Für den Briten ist es der zweite Kampf in diesem Jahr, nachdem er am 9. Juni nach fast dreijähriger Boxpause sein Comeback gegen den Albaner Sefa Seferi gewonnen hatte. 2015 hatte der 29-Jährige in Düsseldorf den damaligen Champion Wladimir Klitschko aus der Ukraine überraschend entthront. Die WM-Titel der WBA, IBF und WBO gab der Gypsy King später zurück. Eine zweijährige Dopingsperre aufgrund eines erhöhten Nandrolonwertes von Fury, der in seinen 26 Profikämpfen bisher ungeschlagen ist, wurde zurückdatiert und lief am 13. Dezember vergangenen Jahres ab. Der gebürtige Italiener Pianetta, 33, boxte bereits zweimal um den WM-Titel. Vor drei Jahren verlor er gegen Ruslan Chagayev, Usbekistan. 2013 unterlag er Wladimir Klitschko. Das Duell mit Fury wird der 41. Profikampf des ehemaligen Schwergewichtseuropameisters sein.